Willkommen zu Kings of Japan, eine Videoreihe, bei der ich euch die wichtigsten Menschen in der japanischen Popkultur in Form einer Dokumentation vorstelle. Das können talentierte Mangaka sein, Videospieldesigner, Restaurantbesitzer oder eben Filmemacher. Und genau darum soll es heute gehen. Hayao Miyazaki, der Mann hinter dem größten Anime-Filmstudio der Welt. Er ist verantwortlich für Chihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke und Mein Nachbar Totoro. Wir besprechen all seine Meisterwerke und was dahinter steckt in chronologischer Reihenfolge. Wir reden über seine Kindheit, geprägt von Krieg und Selbstzweifel. Über seinen Eintritt in die Welt der Animationskunst. Seine Wutausbrüche und natürlich über die Gründung von Studio Ghibli. Das Animationsstudio, das man als das japanische Disney bezeichnet. Was bedeutet eigentlich Ghibli? Was macht seine Geschichten so besonders? Warum streitet er mit Hollywood-Legenden? Und was passiert mit Studio Ghibli nach seinem angekündigten Rücktritt? Kommt mit auf eine Reise durch Hayao Miyazakis bittersüßes Leben und eine Reise über die Entstehung von Studio Ghibli. Die meisten berühmten Japaner wachsen auf dem Land auf und ziehen dann für die Karriere in die Großstadt. Bei Hayao Miyazaki war es genau andersrum. Er ist 1941 mitten in Tokio geboren, wo er zwischen Wolkenkratzern und Asphalt aufwuchs. Kurze Zeit später zog seine Familie in eine ländlichere Gegend nach Utsunomiya, wo Miyazaki die Liebe zur Natur für sich entdeckte, welche in fast allen seiner Filme eine Rolle spielt. Er liebt Pflanzen, Unterwasserwelten und alles Schöne, was das Wunder der Natur zu bieten hat. Und die Natur ist nicht das Einzige, was seine Filme später prägen sollte. Für Miyazaki war das ein schwieriger Lebensabschnitt, da seine Eltern ihm nicht wirklich zur Seite standen. Er wuchs weitestgehend alleine auf und sagt in einem Interview: "Ich fühlte mich damals wie ein Schuldiger. Ein Kind, dessen Leben eine Last für andere ist." Seine Mutter war schwer krank und leidete unter Knochentuberkulose, weswegen sie jahrelang ans Krankenhausbett gefesselt war. In seinen Filmen sieht man oft Muttercharaktere mit einem ähnlichen Schicksal. Zum Beispiel in Mein Nachbar Totoro, und generell verzichtet Hayao Miyazaki so gut er kann auf erwachsene Charaktere in seinen Filmen. Er konnte seinen Vater nicht leiden, da er hauptberuflich Flugzeuge baute, die für den Krieg eingesetzt wurden. Miyazaki sagt über seinen Vater, dass er die uninspirierendste Person in seinem gesamten Leben war. Er verurteilte ihn dafür, dass er Kriegsflugzeuge gebaut hat. Miyazaki fand die Flugzeuge gleichzeitig wunderschön, aber auch schrecklich. Und auch sie sollten seine Filme weitestgehend inspirieren. Er liebt Flugzeuge für ihr kunstvolles Design und ihre Funktion, durch den Himmel zu gleiten. Aber gleichzeitig benutzen Menschen sie, um zu töten. Der Kontrast war es, der ihn so faszinierte. Hayao Miyazaki hat ein seltsames Verhältnis zu Flugzeugen. Er fragte sich, wie kann etwas gleichzeitig so schön und so grausam sein? Er studierte Politikwissenschaften, um auf genau solche Widersprüche eine Antwort zu finden, aber er fand sie nie. Im Alter von 22 Jahren brachten ihm genau diese Fragen zu Toei Animation, das Animationsstudio, welches heute für Werke wie One Piece verantwortlich ist. Dort lernt er Isao Takahata kennen, der zu einem seiner besten Freunde und Wegbegleiter werden sollte. Ihr hört seinen Namen wahrscheinlich zum ersten Mal, aber der Typ war ebenfalls eine richtige Legende bei Studio Ghibli. Er hat zum Beispiel Heidi gemacht. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Ein Anime über ein kleines Mädchen in den Alpen, den jedes Kind der 90er kennt. Heidi und Biene Maya waren für viele von uns die Eintrittskarte zu Anime, ohne dass wir damals gemerkt haben, dass das überhaupt Anime sind. Takahata war älter als Miyazaki, weswegen er für ihn so eine Art Sensei-Rolle einnahm. Er brachte ihn ins Geschäft und erklärte ihm, worauf er achten muss. Was viele da draußen nicht wissen, Hayao Miyazaki hat ebenfalls an Heidi mit animiert, und zwar unter der Regie von Takahata. Die darauffolgenden 20 Jahre machte sich Miyazaki einen Namen in der Szene durch seine Anteilhabe an Lupin the Third, Future Boy Conan und Sherlock Holmes, wobei ihm Takahata die ganze Zeit über begleitet hat.
1984 entsteht Nausicaä, der Film, der Hayao Miyazakis Durchbruch war. Ein Film, der auf seinem gleichnamigen Manga basierte, den er zuvor gezeichnet hat. Die Produktion übernahm natürlich Takahata und das Dream Team zeigte zum ersten Mal, wie mächtig sie zusammen sein können, solange man ihnen das Ruder überlässt. Nausicaä erzählt eine Dystopie, in der die Natur und die Umwelt stark im Fokus steht und legt den Grundstein für vieles, was man später mit Ghibli assoziiert. Auch die vorhin angesprochenen Flugzeuge hat Miyazaki hier verbaut und die riesigen Omo-Kreaturen mit ihren roten Augen sollten später als Inspiration für Kurapika aus Hunter x Hunter dienen, dessen Augen ebenfalls rot werden. Ja, meine Freunde, das hat Togashi von Miyazaki. Apropos Hunter x Hunter, check die letzte Folge Kings of Japan ab, da ging es um den Künstler hinter Hunter x Hunter und wie er die Shonen-Welt für immer geprägt hat. Und wisst ihr, wer ebenfalls an Nausicaä mitgearbeitet hat? Hideaki Anno, der Mann, der Jahre später Neon Genesis Evangelion geschrieben hat. Über ihn mache ich auch noch irgendwann eine Folge. Es gibt sogar ein Interview von Miyazaki in der Wüste, bei dem plötzlich Anno von hinten angelaufen kommt und ihn erschreckt. なんか変な人が来ますね。そしてその人物はまっすぐ宮崎さんの方へやってくるではありませんか。身代金目当ての盗賊、反政府ゲリラ。いや、顔は日本人に見えます。まあ反応。ドッキリカメラこれ。 Anno und Miyazaki sind bis heute extrem gute Freunde und zwei der größten in der gesamten Anime-Industrie. Viele denken, Nausicaä wäre der erste Ghibli-Film, das ist aber falsch. Nausicaä erschien ein Jahr vor der Gründung von Studio Ghibli und war lediglich das Werk, das die Finanzierung für das Studio möglich gemacht hat. Heißt, wenn Nausicaä gefloppt wäre, hätten wir heute weder die Meisterwerke von Studio Ghibli noch Neon Genesis Evangelion. Auch One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda wurde von Nausicaä inspiriert. Der Film brachte Oda zum Weinen und er sagt, dass der Film der Grund ist, wieso er so wenig Charaktere tötet. Eben weil das in Nausicaä so gut geklappt hat und weil er genau das auch für One Piece machen wollte. Nausicaä ist definitiv nicht der beste Miyazaki-Film, aber einer der wichtigsten für die Anime- und Manga-Industrie. Ein Jahr nach der Veröffentlichung von Nausicaä gründet Hayao Miyazaki zusammen mit Takahata und Toshio Suzuki Studio Ghibli. Toshio Suzuki ist der Hauptproduzent von Ghibli und sollte sich ebenfalls als langjähriger Weggefährte von Miyazakis Leben herausstellen. Viele der Angestellten waren ebenfalls Animateure, die bei Nausicaä involviert waren, was der Hauptgrund ist, wieso viele Nausicaä einfach als Ghibli-Film einordnen. Der Name Ghibli ist die Bezeichnung für einen warmen Wüstenwind, welcher meiner Meinung nach relativ gut das Gefühl beschreibt, das man bekommt, wenn man einen Ghibli-Film anschaut. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Gefühl einer warmen Brise, die sich wie eine Decke über deine Haut legt. Das Wort Ghibli ist auch die Bezeichnung für ein italienisches Kriegsflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe euch gesagt, dass Miyazaki ein interessantes Verhältnis zu Flugzeugen hat und sogar im Studionamen von Ghibli spielt dieses Thema eine zentrale Rolle. Ich liebe diesen Namen, weil er gleichzeitig so wirkt, als fände Miyazaki einfach das Wort toll, aber andererseits ist das Wort eindeutig beladen mit den Emotionen aus seiner Kindheit. Ein Jahr später erschien dann der wahre erste Ghibli-Film, Laputa, das Schloss im Himmel. Fun Fact, der Name Laputa heißt auf Spanisch übersetzt Nutte. Das wusste Miyazaki damals natürlich nicht und er hat sich im Nachhinein dafür entschuldigt, obwohl es ein Ausversehen war. Dazu kommt noch das Problem mit Cheetahs Namen. Im Original heißt sie Cheetah, was auf Englisch übersetzt Scheißer heißt. Deswegen haben die Amis den Namen in Cheetah umgeändert. Das Roboterdesign basiert auf einer alten Batman-Storyline namens Mechanical Monsters von den Fleischerbrüdern, welche für Miyazaki eine riesige Inspiration waren. Die Fleischerbrüder waren die größte Konkurrenz für Walt Disney, der ebenfalls eine große Inspiration für Hayao Miyazaki war. Sie sind verantwortlich für die ersten Superman-Cartoons, Popeye der Seemann und Gullivers Reisen. Eine noch viel größere Inspiration von Miyazaki war Osamu Tezuka, der Godfather of Manga. Tezuka hat quasi jeden inspiriert.
Miyazaki erzählte 2019, dass er Tezuka so sehr als Vorbild nahm, dass es ihn ankotzte. Er verbrannte all seine Zeichnungen und fing nochmal von vorn an. Immer und immer wieder, bis sie endlich nicht mehr aussahen wie die von Osamu Tezuka. Über Tezuka muss und werde ich auch noch eine Kings of Japan Folge machen. 2 Jahre nach dem etwas holprigen Start von Studio Ghibli erscheint der erste wirklich nennenswerte Film, Mein Nachbar Totoro. Ein Film über ein riesiges, kuscheliges, bärenartiges Wesen, das auf 2 kleine Mädchen trifft und mit ihnen einfach Zeit verbringt. Die Geschichte ist quasi ein Slice of Life und ist relativ losgelöst von einer Story. Es geht eher darum, den Moment zu genießen und die Natur dabei zu bewundern. Das war damals einzigartig, weil wirklich alle Filmemacher eine monumentale Story schreiben wollten und Miyazaki machte das Gegenteil. 10 Jahre lang saß er an der Idee für Totoro. Am Anfang sollte Totoro ein Kinderbuch werden, dann wandelte Miyazaki es zu einem Film um und schlussendlich musste er erst sein eigenes Studio gründen, um seine Vision in die Tat umzusetzen. Die Idee wurde zuvor von allen anderen abgelehnt, da die meisten sowas wie Nausicaa sehen wollten. Keiner glaubte daran, dass eine leichte, unkomplexe Slice-of-Life-Geschichte mit einem riesigen Monster gut bei den Zuschauern ankommen kann, aber Miyazaki bewies ihnen das Gegenteil. Man merkt, dass Totoro einen besonderen Platz in Miyazakis Herzen hat. In Interviews erzählt er immer wieder, dass er bei der kreativen Phase von Totoro gelernt hat, wie sehr er die Natur liebt. Er redet oft darüber, wie er Bäume, Blätter und Blumen beobachtet und was mit ihnen passiert, sobald sie in Kontakt mit Wind oder Wasser gelangen. Und wenn ihr euch die Ghibli-Filme mal genau anschaut, dann sieht man das auch eindeutig, wie viel Liebe in die Bewegungen von Dingen geht. Wenn ihr euch die Ghibli-Arbeitsplätze anschaut, könnt ihr eindeutig sehen, dass Miyazaki seiner Umwelt sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit schenkt und Totoro brachte diesen Wandel in seinen Charakter. His day starts with a curious ritual. But there's no one here. Miyazaki liebt Totoro so sehr, dass er ihn zum neuen Maskottchen von Studio Ghibli macht und bis heute ist er auf dem Logo zu sehen. 1989 erscheint Kiki's Delivery Service. Ein Film über ein kleines Mädchen und ihre schwarze Katze, die einen Lieferservice gründen. Der Film legt im Gegensatz zu Totoro Wert auf die Schönheit der Stadt. Straßenbahnen, Autos, Brotbäckereien, Ziegelsteine und Motorräder waren an der Tagesordnung. Und das überzeugte die Zuschauer so sehr, dass Kiki zum bis dato größten Erfolg des Studios wurde. Totoro hat sich erst über die Jahre zu einem Klassiker entwickelt, aber Kiki war von Anfang an ein Hit. Der Film wurde national zum erfolgreichsten Film des Jahres gekürt und Miyazaki erreichte einen neuen Meilenstein. Eine interessante Sache, die wir schon hier beobachten können, ist, dass Miyazaki wenig mit Bösewichten arbeitet. Er versucht nie zu sehr in ein Extrem zu schreiben. Die Charaktere haben Graustufen. Er ist der Meinung, dass zu böse Antagonisten den ganzen Spotlight auf sich ziehen, weswegen er sie zum Beispiel einfach weglässt. Seine Filme verzichten auf klar definierte Dramaturgie und eine eindeutige Gegenüberstellung von Gut und Böse. Und daran muss man sich ein bisschen gewöhnen, aber sobald das passiert, lernt man diese Filme richtig zu schätzen. Er ist ein Writer, der Graustufen bevorzugt. Viele seiner Charaktere machen negative Erfahrungen, die aus Fehlern entstehen. Nicht aus Bösewichten. Das macht Miyazakis Filme so angenehm zu konsumieren. Und gleichzeitig kann er so eine Message verbauen. Ich würde ganz frech behaupten, dass Japan erst mit Kiki dazu bereit war, diese Art von Storytelling zu akzeptieren.
Und Kikis Delivery Service wurde zu seinem Beweis dafür, dass er die ganze Zeit mit seiner Theorie richtig lag. 1992 veröffentlicht Miyazaki Porco Rosso, einen Film über einen italienischen Ex-Soldaten, der durch Magie in ein Schwein verwandelt wurde. Das Interessante an Porco Rosso sind die Parallelen zu Miyazaki. Man sieht extrem viele Flugzeuge in Verbindung mit dem Ersten Weltkrieg, welche auf seine schlimme Erfahrung mit seinem Vater zurückführt. Er sagt zwar, dass seine Filme keine tiefere Bedeutung haben, aber man sieht es eindeutig an der Symbolik. Porco Rosso heißt auf Italienisch übersetzt rotes Schwein. Miyazaki liebt Italien, was man auch daran sieht, dass bei Ghibli überdurchschnittlich viele Italiener arbeiten. Generell hat Miyazaki für japanische Verhältnisse immer ein recht diverses Team um sich gehabt. ...1997 erscheint Prinzessin Mononoke, der absolute Lieblings-Ghibli-Film von meinem Podcast-Partner Harut. Checkt unseren Podcast aus! Mononoke erzählt eine düstere Geschichte über Waldgeister und den Verfall der Natur. Miyazaki geht hier einen untypisch ernsten Weg, welcher so genial umgesetzt wurde, dass Mononoke zu einem riesigen internationalen Erfolg wurde. Das erste Mal war Studio Ghibli weltweit in aller Munde. Diese starken weiblichen Charaktere, die Natur mit all ihren Anomalien, die japanische Mythologie und Miyazakis scheinbar grenzenlose Fantasie waren es, was Mononoke so erfolgreich gemacht hat. Ich muss euch noch eine interessante Geschichte hinter der Entstehung von Mononoke erzählen. Hollywood hat bis dato immer und immer wieder die Ghibli-Filme für den US-Release gekürzt, weil so vieles in Miyazakis Filmen unessentiell für den Plot erschien. Aber sie verstanden Miyazakis Vision dahinter nicht und dass das eigentlich Sinn der Sache war. Und Miyazaki machte das so wütend, dass der Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ein japanisches Samurai-Schwert zukommen ließ mit der Aufschrift No Cuts als Warnung. Eine coole, aber auch eiskalte Geste. Also es war fast schon eine Drohung. Miyazaki kann Amerika nicht leiden. In seinen Augen ist das einfach nur eine gescheiterte Nation, die viel zu viel Leid über die Welt bringt. Er verabscheut den Krieg und macht immer und immer wieder in verschiedenen Interviews klar, dass die USA für schreckliche Dinge verantwortlich ist. Wie zum Beispiel die Atombomben auf Japan oder den Vietnamkrieg oder den Einmarsch in den Irak. In seiner Position andauernd solche Themen anzusprechen, erfordert wirklich Balls of Steel und ich schätze Hayao Miyazaki sehr für diese direkte Art. Jedes Mal, wenn er in den USA war, fand er es schrecklich, was nichts daran ändert, dass die Amis ihn lieben. Ghibli ist nach einem wunderschön designten Flugzeug benannt, das durch einen warmen Aufwind über den orangenen Horizont gleitet. Die Amis nahmen diese Schönheit und verwandelten sie in eine Waffe voller Tod und Trauer. Jedes Mal, wenn er in den USA war, fand er es schrecklich, was nichts daran ändert, dass die Amis seine Filme lieben. 2001 war ein glorreiches Jahr für Studio Ghibli, denn in diesem Jahr öffnet das Ghibli-Museum in Tokio, welches über 3 Jahre unter Blut, Schweiß und Tränen geplant und gebaut wurde. Miyazaki designte die Innenarchitektur des Museums selber, und zwar so, als würde er seinen eigenen Film zum Leben erwecken. Das Museum ist einem italienisch-europäischen Baustil nachempfunden und birgt unendlich niedliche Easter Eggs, die auf die Filme anspielen sollen. Es ist übrigens verboten, im Museum zu filmen, weil Miyazaki der Meinung ist, dass man es durch seine eigenen Augen erleben soll und nicht durch einen Bildschirm. Und das wollen wir in diesem Video natürlich auch respektieren, meine Freunde. Alle Videos, die ihr gerade seht, sind nur die Außenfassade vom Museum. Drinnen gibt es verschiedene Gebiete, wie zum Beispiel die Trihawks, eine kleine Bücherei mit einem Leseraum voller Buchempfehlungen von Hayao Miyazaki höchstpersönlich. Oder das Strawhead Café, in dem es Essen, Kuchen, Kaffee und sogar Bier gibt. Das Bier ist ein exklusives Studio Ghibli Valley of the Wind Bier, bei dem das Logo handgezeichnet von Miyazakis Sohn stammt. Die Köchin im Strawhead Café ist eine Hausfrau, die Miyazaki höchstpersönlich ausgesucht hat, weil er wollte, dass das Essen nach Heimat schmeckt. Oder der Rooftop Garden, der von Blumen und Grünzeug umwachsen ist und sich ganz oben auf dem Museumsdach befindet. Dort findet ihr auch einen originalgetreuen Roboter aus Castle in the Sky, dem ersten Ghibli-Film.
Es gibt sogar ein kleines Theater, in dem man exklusiv Ghibli-Kurzfilme sehen kann, welche es nur im Ghibli-Museum gibt, damit dein Erlebnis exklusiv und einzigartig bleiben kann. Dieses Museum steckt voller Liebe und Leidenschaft und repräsentiert für mich das, was das Disneyland einmal war, bevor es kapitalisiert wurde und die Liebe flöten gegangen ist. Miyazaki macht all das richtig, was Disney mit dem Tod von Walt Disney verlernt hat. Im selben Jahr erscheint Spirited Away, was die Deutschen unter Chihiros Reise ins Zauberland kennen. Eine Geschichte über ein kleines Mädchen, welches durch ein Unglück ins Zauberland abdriftet und dort auf verschiedene Wesen trifft. Ein Werk, das nur so von Kreativität überladen ist und viele der ikonischsten Ghibli-Charaktere wie Jubaba, das Ohngesicht oder die Schweineeltern mit sich brachte. Chihiro war 15 Jahre lang der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten, bis er von Your Name abgelöst wurde. Über den Macher von Your Name will ich auch noch eine Folge Kings of Japan drehen. Abonniert den Kanal, um das nicht zu verpassen. Außerdem gewann Chihiro einen Oscar, was einen Meilenstein für die japanische Animationswelt an sich dargestellt hat. 2001 war durch das Ghibli-Museum und Chihiro das bis dato erfolgreichste Jahr für Miyazaki, welches gebührend mit einer Reise zelebriert wurde. Denn Miyazaki und seine engsten Mitarbeiter hatten eine Abmachung. Immer wenn ein Film erfolgreich fertiggestellt wird, gibt es eine gemeinsame Urlaubsreise. Das kann Türkei sein, Ägypten, Italien, Schweden oder Irland. Und je nachdem, wo Miyazaki und seine Freunde hinfliegen, lassen sie sich von der Architektur und der Umwelt für den nächsten Film inspirieren. 2004 erscheint Das wandelnde Schloss. Ich habe diesen Film extra für die Recherche von diesem Video angeschaut und lasst mich euch eins sagen, das Teil ist mein absoluter Lieblingsfilm von Studio Ghibli. Wir verfolgen die junge Hutmacherin Sophie, welche von der Hexe aus dem Niemandsland mit einem Fluch verzaubert wird. Sie macht Sophie zu einer alten Frau, welche nun auf eine Reise geht, um sich selbst und ihr altes Ich wiederzufinden. Dabei trifft sie auf den Magier Howl, der in einem wandelnden Schloss lebt, das voller Fantasie steckt. Zum Beispiel lebt dort die Flamme Calcifer, die das Schloss mit Energie versorgt. Das Schloss war ursprünglich ein Design für das Ghibli-Museum und sollte wirklich genauso in Realität gebaut werden, aber da das zu kompliziert wäre, entschied man sich, es einfach für den Film zu verwenden. Es gibt nichts, was ich an diesem Film nicht liebe. Und wenn wir schon dabei sind, möchte ich euch Joe Hisaishi vorstellen. Der Haus- und Hofkomponist von Hayao Miyazaki seinen Film, der für unglaubliche Soundtracks verantwortlich ist. Auch was die Musik angeht, ist Das wandelnde Schloss unter allen Ghibli-Filmen meine absolute Nummer 1 und Joe Hisaishi hat sich wieder mal selbst übertroffen. Wenn ihr eine Sache aus diesem Video mitnehmen solltet, dann ist es die Tatsache, dass ihr diesen Film anschauen müsst. Der Film wird im Unterton mit einem Schleier von Krieg überzogen, welcher sich immer wieder in die Story reindrängt und die lockere Stimmung bricht. Das ist ein ganz komisches Gefühl, welches die Kernmessage von Miyazakis Kunst perfekt rüberbringt. Kreation und Zerfall. Es wird Zeit, über die dunklen Seiten des Hayao Miyazakis zu reden. Miyazaki ist ein nihilistischer, teils von Wut durchtriebener Mensch. Während seine Filme wie bunte Märchen aussehen, klingen seine Worte in Interviews manchmal depressiv. Hört euch an, was er hier über Träume sagt. Oder in diesem Interview, als er davon spricht, dass diese Welt in einen Riesenhaufen Müll verwandelt wird. Er hat einen Künstlerkopf, den wir nicht so leicht nachvollziehen können. Miyazaki nimmt kein Blatt vor den Mund und lebt seine chaotische Gedankenwelt in seinen Filmen aus. Viele seiner Worte kann man gar nicht ernst nehmen, zum Beispiel wo er Hideaki Anno als einen dreckigen Ausländer beschimpft, weil Anno das Wort Arigato nicht richtig ausspricht. Arigato. Das joke stelle. Arigato. 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 ありがとう。なんかありそうですよ。行けました。行けるかどうかわかんないけど。しょうがないですね。
Oder die Tatsache, dass Miyazaki schon über 6 Mal verkündet hat, dass er in Rente geht, nur um dann immer wieder zurückzukommen. Ein geiler, unberechenbarer Typ, bei dem man nie weiß, was wirklich in seinem Kopf vor sich geht. Prinzessin Kaguya ist der underratedste Ghibli-Film und stammt nicht von Miyazaki, sondern von Isao Takahata, über den wir heute schon öfter geredet haben. Was wäre Miyazaki ohne seine Weggefährten, und Takahata war sein allerwichtigster, welcher leider 2018 verstarb. Deswegen ist es mir ein persönliches Anliegen, über Prinzessin Kaguya, seinem besten Film, zu sprechen. Der Film hat einen einzigartigen Animationsstil, der an Kreidekritzeleien von Kindern erinnert. Es geht um Prinzessin Kaguya, die ihren Weg zum Mond finden muss. Eine alte japanische Legende, die man auch zum Beispiel in Naruto in Form von Kaguya sieht. Ghibli hat das verdammt gut umgesetzt. Naruto eher weniger. Ich bin mir sicher, viele von euch haben den Film nicht gesehen, also tut euch einen Gefallen und genießt das Teil möglichst ungespoilert an einem gemütlichen Sommerabend. ...2023 veröffentlicht Hayao Miyazaki seinen neuesten und angeblich letzten Film, Der Junge und der Reiher. Ich habe euch vorhin erzählt, dass Miyazaki eigentlich in Ruhestand gehen wollte. Das ändert sich, als sein Enkelkind sagte, Opa wird diese Welt verlassen, aber seine Filme bleiben für immer. Diese Worte rührten Miyazaki so sehr, dass er nochmal alles rausgeholt hat, um einen finalen Film zu machen. Der Junge und der Reiher fühlt sich an wie eine Fusion aus allen Filmen, die er zuvor kreiert hat. Der Film wirkt noch überladen als je zuvor. Theoretisch könntest du jede Szene stoppen und einrahmen, der Film ist an optischer Schönheit kaum zu überbieten und wird geziert von einer persönlichen Note, die zuvor noch nie auf diesem Level in einem Ghibli-Film vorhanden war. Dass der Hauptcharakter männlich ist, ist absolut untypisch für Miyazaki, spiegelt aber seine Kindheit wider. Dem Jungen wird auch seine Mutter entrissen, wie damals bei Miyazaki. Sein Vater arbeitet in der Kriegsindustrie, wie bei Miyazaki. Er findet die Verbundenheit zur Natur, wie Miyazaki. Und im Finale des Films zerbricht die wunderschöne Ghibli-Welt in sich zusammen, genau wie Miyazaki es für die Zukunft von seinem Studio prophezeit. Studio の将来もはっきりしてますよ。やっていけなくなります。それはもう目に見えてる。